Ich mache keine Werbung, egal ob ich über Literatur oder Whisky spreche. Ich habe mein Zeug immer selbst gekauft und sage nur meine Meinung. Heute möchte ich eine weitere Geschichte vorstellen von H.P. Lovecraft, jenem Meister des kosmischen Schreckens. Und zwar eine Geschichte aus dem Jahr 1931, mit dem Titel Träume im Hexenhaus. Diese Geschichte ist deswegen von besonderer Bedeutung, nicht nur weil sie bestimmte Albträume manifestiert, sondern weil sie schon vieles enthält, was eben zu dem, unter anderem auch zu dem Cthulhu-Mythos, zu den seltsamen Büchern, die letztlich in eine andere Welt uns führen, das ist alles schon hier vorhanden. Das ist alles schon in dieser Geschichte da und von daher hat sie eine besondere Bedeutung. Auch wenn sie vielleicht nicht zu den allerstärksten Geschichten von Lovecraft gehört. Interessant ist die Geschichte auch noch, weil sie durchaus eine regionale Geschichte ist. Denn immerhin ist ja Lovecraft, der dafür ja bekannt war, dass er relativ wenig aus Providence rausgekommen ist, der Dichter Neuenglands und in seiner Heimatstadt ja unglaublich stark verbunden gewesen ist, so dass ja sogar seine Grabesinschrift, eine Inschrift auf dem Grabstein heißt, I am Providence. Und hier ist es also wirklich so, dass er sehr detailliert auch die Straßenzüge beschreibt, das Umfeld ganz genau beschreibt. Und Wissenschaftler haben das nachgeprüft und haben gesagt, hier stimmt wirklich jede Angabe bis ins kleinste Detail. Also eine sehr interessante Geschichte aus mehreren Gründen. Die Übersetzung ist von Andreas Diesel und die Geschichte heißt, wie gesagt, Träume im Hexenhaus. Ich lese den Anfang davon vor. Vielleicht macht es ja Spaß, da, dass die Wirkung ist, dass ihr sagt, davon will ich mehr lesen. Diese Geschichte, die interessiert mich. Ob nun die Träume das Fieber auslösten oder das Fieber die Träume, das wusste Walter Gilman nicht zu sagen. Hinter allem lauerte das brütende, schwärende Grauen der uralten Stadt und des vermoderten, beklemmenden Mansardenzimmers, in dem er arbeitete, studierte und mit Ziffern und Formeln rang, wenn er sich nicht gerade auf dem bescheidenen, schmiedeeisernen Bett von einer Seite auf die andere warf. Sein Gehör hatte eine unnatürliche, ja unerträgliche Empfindlichkeit angenommen. Schon vor längerem hatte er die billige Uhr auf dem Kaminsims angehalten, weil ihr Ticken ihm allmählich wie Kanonendonner vorgekommen war. In der Nacht vermittelten ihm die unterschwelligen Geräusche der schwarzen Stadt dort draußen, das verstohlene Huschen der Ratten in den wurmstichigen Trennwänden und das Knarren verborgener Balken in dem jahrhundertealten Haus den Eindruck eines kaum erträglichen Pandemoniums. Die Dunkelheit war fortwährend von unerklärlichen Geräuschen erfüllt. Und doch zitterte er zuweilen vor Angst bei der Vorstellung, diese Geräusche könnten verebben und ihn gewisse andere, schwächere Laute hören lassen, die er hinter dem Lärm vermutete. Er lebte in der zeitlosen, von Legenden umrankten Stadt Arkham mit ihren dicht gedrängten Walmdächern, die sich über Kammern wölbten, wo sich in den finsteren Kolonialzeiten Hexen vor den königlichen Häschern verborgen hatten. In dieser Stadt gab es keinen Fleck, der stärker von makabren Erinnerungen durchdrungen war als das Giebelzimmer, in dem er wohnte. Denn in diesem Haus, in diesem Zimmer, hatte dereinst der alte Keziah Mason gewohnt, deren Flucht aus dem Gefängnis von Salem sich niemand hatte erklären können. Es war im Jahr 1692 gewesen. Der Kerkermeister hatte den Verstand verloren und etwas von einem kleinen, pelzigen Wesen mit weißen Reißzähnen geplappert, das aus Keziahs Zelle gehuscht sei. Die Kurven und Winkel
die mit einer roten, klebrigen Flüssigkeit an die grauen Kerkermauern geschmiert worden waren, hatte noch nicht einmal Cotton Mather zu erklären vermocht. Vielleicht hätte Gilman sein Studium nicht so intensiv betreiben sollen. Nicht euklidische Geometrie und Quantenphysik allein sind schon genug, um jedes Hirn zu strapazieren. Verknüpft man sie auch noch mit volkstümlichen Überlieferungen und versucht hinter den gespenstischen Schauergeschichten, die sich die Leute verstohlen am Kamin erzählen, einen mehrdimensionalen, realen Hintergrund auszumachen, muss man sich über seelische Belastungen kaum wundern. Gilman kam ursprünglich aus Haverhill, begann aber erst auf der Hochschule in Arkham seine mathematischen Studien mit den versponnenen Sagen über uralte Zauberkünste zu verbinden. Anscheinend wirkte sich die Ausstrahlung der altersgrauen Stadt nachteilig auf seine Vorstellungskraft aus. Seine Professoren an der Musketonic-Universität hatten ihn dazu gedrängt, etwas kürzer zu treten und sein Pensum in mehreren Studiengängen bewusst eingeschränkt. Mehr noch, sie hatten ihm verwehrt, die zweifelhaften alten Bücher über verbotene Geheimnisse zu konsultieren, die in einem Kellergewölbe der Universitätsbibliothek hinter Schloss und Riegel verwahrt wurden. Doch all diese Vorkehrungen kamen zu spät, denn Gilman verfügte bereits über einige schreckliche Hinweise aus dem gefürchteten Necronomicon des Abdul Ahazred, aus dem bruchstückhaften Buch Aibon und aus von Junsts verbotenem Werk Unaussprechliche Kulte, die er mit seinen abstrakten Formeln über die Eigenschaften des Raums und die Verbindungen zwischen bekannten und unbekannten Dimensionen in Beziehung setzen konnte.